Hallo, mein Name ist Sue. Auch schwanger ist Pilates ein wundervolles Mittel, um das geistige, körperliche und seelische Gleichgewicht zu fördern. Carol hier neben mir ist der Beweis dafür. Carol ist schwanger mit ihrem zweiten Kind und sie ist aktuell in der 30. Schwangerschaftswoche. Hast du auch immer mal wieder schwangere Frauen in deinen Kursen? Bist du dir etwas unsicher, ob schwangere Frauen überhaupt in der Rückenlage die klassischen Bauchmuskelübungen noch machen dürfen? Oder wie kräftigst du dann die Rückenmuskulatur, die Rückenstrecker, wenn du nicht mehr in der Bauchlage liegen kannst? Darf man mit schwangeren Frauen noch in der offenen Kette arbeiten, zum Beispiel in einer Tabletop-Position? Auf diese und viele weitere Fragen gibt dir der Kurs «Bewegte Schwangerschaft» Auskunft. Carol wird uns eine kurze, bewegte Schwangerschaftssequenz jetzt vorzeigen. Carol? Sie fängt an in einem Z-Sitz. Sie kommt in eine Mermaid. Die Mermaid kräftigt die tiefe Rückenmuskulatur, mobilisiert die Brustwirbelsäule, die Rippengelenke werden mobilisiert, die Bauchmuskulatur, die schrägen Bauchmuskeln werden gekräftigt, werden aktiviert. Quadratus lumborum wird gelöst, wird gekräftigt. Und durch die Mobilisation der Rippengelenke erlaubt es dem Baby, etwas mehr Platz zu haben. Das Zwerchfell wird gelöst, sodass die werdenden Mütter etwas besser wieder atmen können. Dann kommt Carol in eine Rotation als Vorbereitung für die nächste Übung. Die nächste Übung ist ein Basic Hip Opener. Genau, wunderbar. Carol mobilisiert so ihr Hüftgelenk, sie löst die Hüftbeuger vorne und kräftigt ihre Rückenstrecker. Schwangere Frauen sind häufiger in einer Flexionshaltung, da tut es immer mal wieder gut, in eine Streckung zu kommen, auch für die Atmung tut es sehr gut. Jetzt macht sie die gleiche Sequenz noch auf die andere Seite, sodass sie wieder ausgeglichen ist. Wunderbar, Carol macht das ganz wunderbar. Der Kurs Bewegte Schwangerschaft dauert 2 Tage und er gibt dir Auskunft über die Veränderungen im schwangeren Körper. Inwiefern kann ich in meinen Lektionen Rücksicht nehmen darauf? Wie kann ich meine Übungen modifizieren? Wie kann ich Regressionen anbieten? Der Kurs Bewegte Schwangerschaft gibt dir Sicherheit, wenn du mit werdenden Müttern zusammenarbeiten möchtest, wenn du vielleicht Kurse für werdende Mütter anbieten möchtest. Und er gibt dir Sicherheit auch in deinen Regelkursen, dass du schwangere Frauen kompetent beraten und betreuen kannst, damit die Pilatesstunde auch für die schwangeren Frauen ein wunderbares und schönes Erlebnis wird. Und du kannst dich freuen, die Arbeit mit schwangeren Frauen, mit werdenden Müttern ist etwas sehr Schönes und sehr Bereicherndes. Und ich würde mich freuen, dich mal an einem Kurs kennenzulernen. Vielen Dank, Carol. Danke.